beziehungsweise was ist zu viel? 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit sollte das Ziel sein. Sinkt die Muskelproteinsynthesenaktivität wieder zu ihren basalen Werten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Build by Science. In der letzten Folge haben wir uns mit dem optimalen Training für den Muskelaufbau beschäftigt und haben uns einmal angehört, was benötigen wir denn, um die Muskelproteinsynthese optimal zu stimulieren. Nun, in den folgenden Episoden werden wir uns mit der Ernährung beschäftigen. Das bedeutet, wir überlegen uns, wie sollten wir uns dann optimalerweise ernähren, damit wir diese Trainingsreize auch optimal in den Muskelaufbau umsetzen können. Dazu starten wir heute mit der Thematik des Proteins. Grundsätzlich gilt natürlich zunächst einmal, wir benötigen für den optimalen Muskelaufbau sowohl ausreichend Energie als auch ausreichend Protein. Aber gerade um dieses Thema Protein wird sehr viel spekuliert. Das bedeutet, wie viel Protein benötigen wir wirklich und wie viel Protein ist zu wenig bzw. was ist zu viel? Grundsätzlich können wir sagen, ungefähr 2,3 bis 3,1 Gramm Protein pro Kilogramm fettfreier Körpermasse sind optimal für den Muskelaufbau bzw. auch in der Diät. Grundsätzlich gilt, je weniger Kalorien wir zuführen und desto höher unser Kaloriendefizit ist, desto mehr Protein sollten wir auch zuführen. Das bedeutet die 3,1 Gramm pro Kilogramm fettfreie Körpermasse. Wenn wir uns in einer Aufbauphase befinden, das bedeutet, wenn wir es also wirklich darauf anlegen, Muskulatur aufzubauen, ausreichend Kalorien zu uns führen und entsprechend letztendlich unser Krafttraining optimal gestalten, reichen gegebenenfalls auch hier schon die 2,3 Gramm Protein pro Kilogramm fettfreie Körpermasse aus. Wichtig ist, speziell wenn es darum geht, Muskelmasse aufzubauen, ist mehr Protein nicht unbedingt immer besser. Denn mehr Protein bedeutet auch eine höhere nahrungsinduzierte Thermogenese. Das bedeutet wiederum, dass wir einiges an Energie über eine Wärmeabgabe des Körpers verlieren. Das heißt, wir haben diese Energie dann letztendlich auch nicht mehr zur Verfügung, um unsere Muskulatur aufzubauen. Und wie wir am Anfang schon festgestellt haben, benötigen wir eben für den Muskelaufbau nicht nur Protein, sondern eben auch ausreichend Energie. Das bedeutet, während unserer Muskelaufbauphase sollten wir eher danach streben, ausreichend Protein zuzuführen. Das heißt, das Minimum, das wir benötigen, also den Bedarf zu decken, und nicht das Maximale an Protein umzusetzen, was wir eben noch über die Ernährung hineinbekommen. Dann geht es darum, die Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren. Wie bekommen wir denn das hin? Entscheidend sind hier zwei Dinge. Zum einen ausreichend essentielle Aminosäuren. Das bedeutet, wir benötigen ungefähr 15 Gramm essentielle Aminosäuren, um letztendlich unsere Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren. Und zum anderen benötigen wir ausreichend Leucin. Leucin ist der Trigger schlechthin, wenn es darum geht, die Muskelproteinsynthese auszureizen. Das heißt, ungefähr 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit sollte das Ziel sein, wenn wir die Muskelproteinsynthese maximal stimulieren wollen. Hier ist natürlich auch unbedingt auf die Mahlzeitenfrequenz zu achten. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt besser, möglichst häufig diesen Prozess zu durchlaufen. Das heißt, nicht alle 2 bis 3 Stunden Protein zuzuführen. Wir sollten hier unbedingt auf den Muscle-Full-Effekt achten. Der Muscle-Full-Effekt beschreibt letztendlich die Zeitspanne, während der die Muskelproteinsynthese resistent ist gegen eine weitere Stimulation, gegen eine weitere Stimulierung. Das bedeutet, die Muskelproteinsynthese steigt immer dann an, wenn der Aminosäurengehalt im Blut sehr schnell ansteigt. Dann bleibt diese Muskelproteinsynthese in etwa für 3 bis 4 Stunden aktiv. Auch wenn wir während dieser Zeit weitere proteinreiche Mahlzeiten zu uns führen und letztendlich erneut unsere 15 Gramm essentielle Aminosäuren bzw. unsere 3 Gramm Leucin zuführen. Nach ungefähr 3 bis 4 Stunden sinkt die Muskelproteinsynthesenaktivität wieder zu ihrem basalen Level zurück. Und dann ist es nun an der Zeit, einen neuen anabolen Reiz zu setzen über die Ernährung, über Aminosäuren. Für die Praxis bedeutet das letztendlich, dass wir unbedingt dafür sorgen sollten, dass wir ausreichend essentielle Aminosäuren und ausreichend Leucin pro Mahlzeit zuführen und die Mahlzeit im Abstand von ungefähr 4 bis 5 Stunden über den Tag hin verteilen, um eine maximale Anzahl anaboler Reize setzen zu können. Das bedeutet, wir könnten also beispielsweise darauf achten, wie ihr in der Tabelle letztlich auch sehen könnt, dass ihr pro Mahlzeit ausreichend Leucin zuführt und versucht dann im Abstand von beispielsweise
8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr Mahlzeiten zu euch zu nehmen. So habt ihr 4 aktive Stimulationsmöglichkeiten für die Muskelproteinsynthese und könnt dadurch diese auch optimal stimulieren und ausreichend und vor allem zeitlich perfekt Protein für den Muskelaufbau zuzuführen. Probiert das einfach in der Praxis mal aus. Wenn euch diese Tipps gefallen haben, wenn ihr damit Erfolg habt, bitte abonniert diesen Channel, teilt ihn über die sozialen Medien oder teilt das Ganze mit dem Hashtag IAmBuiltByScience bei Instagram, Facebook und Co. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch in den Kommentarfunktionen ein paar Fragen und Anregungen hinterlasst, falls ihr das Ganze schon optimal umsetzt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch dort. Ansonsten viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zur nächsten Folge Built by Science. We'll be right back.